Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3 Blood Dragon mit mir, dem Pete. Jetzt kann ich mich natürlich nicht mehr dran erinnern, weil ich so ein Schlingel bin, ob ich beim letzten Mal gecheckt habe, ob ich auch alles hier abgegradet habe. Sieht aber ganz danach aus. I like it very much. So, schauen wir noch kurz auf die Map. Da vorne ist noch eine VHS-Kassette, die wir definitiv mitnehmen sollen. Aber wir haben endlich mal auch mal wieder einen Jagdauftrag. Wofür wir ein noch größeres Magazin für die Phasertron bekommen. Okay, töte den Omega-Elite-Scharfschützen. Er wird schon irgendwie verdient haben. Ganz bestimmt. Elite-Scharfschütze klingt jetzt nicht so tierisch. Muss ich jetzt mal zugeben, ganz ehrlich. Okay, aber vorher noch kurz VHS-Kassette mitnehmen. Ja, komm, hast du es? Hast du? Hat er. Ja, das sieht doch so aus, als wäre das voll nah dran. Ist auch voll nah dran. Gucken wir doch mal kurz. Oh! Oh! Upsala. Wie komme ich denn jetzt hier wieder vernünftig weg? Jetzt mal ganz dumm gefragt. Kann ich hier hochklettern? Nein! Nein! Ha! Ah! Komm schon! Komm schon, Rex! Ich glaube nicht! Du kannst es schaffen! Okay, du kannst es nicht schaffen! Penner. Lol, guck mal. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Man kann sich von der Station direkt zu der Station seilen. Wie awesome ist das denn? Wo hätte ich das mal gewusst? Hätte ich nicht so einen komischen Mongo-Weg gehen müssen. Egal. Also so einen Mongo-Weg von der Station zu der Station. Nicht jetzt den Mongo-Weg, den ich jetzt gehen muss. Dann hätte ich so oder so gehen müssen. Nicht, dass ihr mich da jetzt hier irgendwie falsch versteht, Leute. Ne? Oh, guck mal, der Scharfschütze ist schon ganz in der Nähe. Wobei, ich muss jetzt hier erstmal eine verkackte Waffe nehmen. Ja, die Phasertron habe ich doch, Leute. Was soll das? Erreiche das Vorgebiet und rüste dich aus. Ja, das habe ich schon gemacht. Und jetzt müssen wir hier irgendwie finden und töte den Elite-Scharfschützen mit dem Phasertron. Ja, geil. Oh, Moment, ich sehe ihn. What the fuck? Oh, da sind ja ganz viele Scharfschützen. Welchen Scharfschützen meinen die denn? Meinen die den? Guck mal, wie viele... Egal, Leute, ich würde mal sagen, ich schieße erstmal eiskalt daneben, bei allem, was heilig ist. Ich weiß, dass hier nur einer ist. Aua, die Scharfschützen schießen aber scharf. Da muss ich mir jetzt kurz beeilen. Ah, bist du das? Hahaha! Noobinoob. So, wo sind die Bobbys da oben? Wollen wir die mal kurz Hallo sagen? Rex, wollen wir dir mal kurz Hallo sagen? Jawohl. Kopfschuss direkt, 700 CP, neue Fähigkeit, Granaten-Takedown. Ah ja, ich erinnere mich so. Oh oh. Nee, man konnte sich auch nicht von der Station vorhin bis da ziehen, sondern nur von hier. Ich dachte, es wäre eine Mission, aber no sir, it's not. Jetzt kann ich mir ein noch größeres Magazin kaufen, aber ich habe nur so wenig Schuss. So wenig Geld, meine ich natürlich. Wenn wir nochmal kurz nachgucken können. Ich habe gerade mal 3400. Das finde ich ein bisschen wenig. Egal, erstmal hier jumpen. Hui! Aber schöner neongrüne. Schöne neongrüne Reflection. Oh, durch die Palme. Bam! Voll mit der Fresse in die Palme rein, Junge. Habe ich da gerade Gegner gesehen? Nee, oder? Nee, das waren einfach nur rote Punkte. Okay, sorry, ich musste mal kurz hier eine Nachricht lesen, weil meine Freundin ist vorhin losgefahren. Und, also nach Hause. Und ich wollte wissen, ob die sicher angekommen ist. Und, ja. So. Munition. Und wie viel kostet dieses... 8500 nur. Ja, Leute, was soll denn das? So Stress müssen wir jetzt hier, oder nicht, wa? Ein bisschen ein Dorn im Auge ist mir ja noch das Ding. Diese besetzte Garnison. Und wenn wir die gemacht haben, dann können wir eigentlich mal wieder eine Hauptquest machen, weil dann fühle ich mich so, als würde ich die Insel schon zumindest zu einem großen Teil dominieren. Dann können wir das machen. Lass dich hier herunter. Lass dich nicht verarschen. Vor allem nicht beim Preis. Vor allem.
Und dann ist das Spiel hoffentlich noch nicht vorbei. Also das, ich habe mir zwar gesagt, das Spiel ist kurz, aber so kurz ja bestimmt jetzt auch wieder nicht. Und ja, wenn das gehappened ist, dann können wir ja immer noch anderen geilen Scheiß machen und die anderen Garnisonen aufnehmen. Aber jetzt fahren wir erstmal Bötchen, sehe ich gerade. Cool. Juhu. Denn einfach why not? Das lautet die Devise. Können wir so ein bisschen gucken, wie viele schöne grüne Strahlen in den Himmel gehen. Wie viel wir schon geschafft haben. Wir können auf unsere bisherigen Taten zurückblicken. Unsere Gedanken schweifen lassen. Bestenfalls nicht gegen einen Stein fahren, der uns dann den Tod bringt. Aber hier sieht doch so aus, als könnte man hier sehr gut anlegen. Was war denn das denn jetzt für ein Geräusch? Oder was ist das für ein Geräusch? Ein bisschen Angst jetzt hier. Hier sind auch schon Gegner. Aber die fahren weg. Ja, optimal. Zeige jetzt an, vor dem Vorrücken alle Gegner eliminieren. Aber sicher. Das ist sowieso der Plan, mein lieber Herr Gesangsverein. Auf Wiedersehen, es war so schön. Auf Wiedersehen, es war so schön mit euch, ihr lieben Freunde. Hä? Wieso stirbt der nicht? Ey, ich dachte... Glatte 9,5. So, wollen wir mal den hier deaktivieren. Oh, da vorne kommt einer runter. Da macht's Kaboom! Oh. Ja, stimmt. Ich habe das schon wieder total vernachlässigt, dieses Bestehlen der Leute. Und deswegen, Freunde und Freundinnen, habe ich auch so wenig Geld. Oh. Also, fuck you. Don't criticize me. Leute, das war's? Oh, das war ja das Einfachste aller Zeiten. Ich habe... Habe da. Erstmal hier die blauen Menschen unblau wieder machen. Schleimig. Phaser, ja, guck, das gibt ja auch Munition, was mir auch wiederum ein bisschen Geld erspart. Sind wir da ja verfügbar? Was? Ein neues Abenteuer verfügbar, okay. Boah, guck mal, wie riesig eigentlich oder wie lang mein Pimmel ist. Wieso sind denn hier Schweine? Einfach von der Seite kam der an. Was ein Stinker. Ja. Zieht euch die rein. Kommen die denn hier ohne Scheiß? Machen die da. Ah ja, Moment, das passiert ja häufiger mit dem Angreifen. Aber, Moment. Hier liegen zwei Schweine. Ich habe zwei Schweine getötet. Wo kam gerade jetzt bitte der Damage her? Hier muss doch ein drittes Schwein gewesen sein, was so total Sneaker- und Ninja-Schwein-mäßig mich von der Seite angefallen hat. Aber das ist jetzt irgendwie weg. Boah, das ist ja auch ein Ninja-Schwein, fällt mir gerade mal so auf. Natürlich ist das weg. Was habe ich denn bitte auch erwartet? Ja, wir haben eine neue... Oh, geiler Stuff. Wir haben eine neue Mission. Fahrt des Raubtiers. Tiger haben einige Wissenschaftler gefressen. Das ist barfui. Gehe und bringe die Katzen um, weil sie Katzen sind. Gerne. Leichter Lauf für die Phasertron. Ah, die Phasertron wird in Fall... Wird jetzt hier aber, ne? Die... Ne? Ja. Wisst ihr, was ich meine? Die wird bevorzugt in letzter Zeit. Das wollte ich mitteilen. Aber kein Wunder, ganz ehrlich. Die Sniper kann man auch nicht viel krasser machen, als es schon ist. Oh nein, nicht mit dem Bogen. Oh Leute, macht mich nicht fertig. Wo müssen wir jetzt hin? Also hier in dieses Gebiet. Aber was ich mal machen muss, ist dieses Ding hier so. Okay, Tigerlein, finde und erledige den seltenen Tiger mit dem Bogen. Was, der Tiger hat einen Bogen? Oh. Oh, das fand der Tiger nicht so geil. Oh, der Tiger hält nur zwei Schüsse aus, von Bobby. Aber das war gar nicht der richtige Tiger. Tiger erstmal 10 Dollar abnehmen. Voll der Banker-Tiger. Oh, ich bin voll der Danebenschießer. Guck mal, wie die einen die ganze Zeit so angucken mit ihren grünen Augen. Das ist auch überhaupt nicht creepy. Ja, doch, das ist extrem creepy, aber das hilft, die zu sehen. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ohne die grünen Augen hätte ich bestimmt schon einige von denen übersehen. Ja, was? Wo bin ich? Ah, hier. Erstmal noch
Pfeil einsammeln, okay. Wahrscheinlich hat der seltene Tiger, der ist deswegen selten, weil er keine verkackten grünen Augen hat. Deswegen werde ich den übersehen und deswegen werde ich auch sterben. Wobei, da glaube ich nicht, ich habe mittlerweile so viel Leben, was soll mir ein lächerlicher Tiger anhaben? Hallo, Buddy. Oh, voll in die Fresse. Oh Gott! Wie viel hältst du aus, du Wichser? Bist du der seltene Tiger? Ja, bist du. Guck mal, hier ist auch ein Drache in der Nähe. Ist ja spritzig. Egal, wir haben es geschafft. Der Tiger ist down, 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 down. Wieso gehe ich eigentlich zur Garnison zurück? Ach ja, genau, damit ich mir den geilen Scheiß köpen kann für meine Phasertron. Die Phasertron wird immer besser. Am Anfang habe ich die ja echt ein bisschen scheiße gefunden. Ohne Scheiß, wieso sind hier immer so komische Tiere? Ganz im Ernst. Könnt ihr mal bitte ein bisschen besser aufpassen, ihr Männer in weißen Anzügen. Ihr stinkt nach Maggi. Aber kaufen konnte ich, meine ich, hier. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Erstmal Munition. Wie viel Geld haben wir dann noch? 2800. Da sollte hoffentlich der geil. Der leichte Lauf, der kostet ja nur 750. Der macht die ganze Chose ein bisschen beweglicher. Ja, das ist ja auch immer gut. Aber jetzt muss ich noch mal kurz hier ranzoomen, denn bevor wir uns tatsächlich... hier sind oben in dem Gebiet, da muss ich dann auf jeden Fall noch diese Kleinigkeiten, die muss ich leider jetzt noch einsammeln. Ja, gut, hallo erstmal. War natürlich jetzt ungünstig, dass ich da nicht auf diese Map geguckt habe, ohne Scheiß. Was soll das denn? Leute, ganz im Ernst, was soll das? Wo kommen die Tiere immer her? Die sollen echt mal ein bisschen besser drauf achten. So, hier, guck, das geht nämlich auch hier schnell mit den sammelbaren Sachen. Oh, sind wir doch mal ganz ehrlich. Oh Mann, geiler Scheiß. So einer. TV-Gerät 31 schon, Leute. Und das gibt außerdem 500 Money. 20 von 32 TV-Geräten haben wir jetzt schon gefunden. Das ist, finde ich, schon relativ beeindruckend. Boah, meint ihr, das wird so eines dieser Spiele, wo die Gegner einen dumm angucken und sterben werden? Ich glaube, ja. Guck mal, das hat 1050 Punkte Geld gegeben, weil ein Takedown und dann nochmal 500 für den Shuriken Takedown. Ohne Scheiß, das hat so viel Geld gegeben? Hammer geil, ohne Scheiß. Lohnt sich voll. Ah, hier ist auch die VHS-Kassette. Give it to me! Wie viele von denen haben wir jetzt mittlerweile eigentlich von denen? Nur mal so. Ein aus Interesse. Schon wieder 1000 CP. Boah, ich kriege auf einmal voll viel Geld. Wo kommt denn her? Gesundheitsfeld plus. Ja, und wie viel VHS-Kassetten? VHS-Kette 7 von 12. Cool. Und den brauchen wir noch. Und dann, Ladies and Gentlemen, dann können wir tatsächlich mal wieder eine Hauptmission machen. Ja. Hui. Ich finde das voll gut. Spiele, wo man keinen Fall-Damage kriegt, das ist mein Ding. Spiele, wo Autos hier einfach rumstehen, mein Ding. Haben wir jetzt ja gerade Lust, Auto zu fahren. Oh, sogar mit Geschütz. Oh, oh. Ja, das war eine relativ kurze Autofahrt. Wo bin ich denn da runtergefallen? Oh, das war... Ich glaube, ich bin da vom Weg abgekommen, dann da drauf geknallt und dann ist der Wagen irgendwie... Habe ich schon ein Krokodil gekillt? Ganz im Ernst. Guck mal, wie der da chillt. Wie einen mit den roten Augen anguckt. 11 von 12 erledigt. Wir nähern uns der ganzen Geschichte. Mir fehlt nur noch ein einziges Tier. Lass mal kurz gucken, wie das war. Datenkonsole. Nicht Grundausbildung. Tiere und uns fehlt nur noch eine mutierte Schildkröte. Und wenn das passiert, bekommen wir Inferno-Munition für die Shotgun. Und da habe ich in den Kommentaren gelesen, das soll etwas Ausgezeichnetes sein. Also schauen wir mal kurz auf die Map. Gibt es hier Schildkröten? Ups. Wieso komme ich eigentlich immer auf den verkackten rechten Mausbutton? Das sieht alles relativ affig aus und, boah, das sieht alles nicht so richtig schildkrötig aus, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Haie, Haie, Haie. Haie habe ich aber schon gekillt. Haie, Haie, Haie. Schweine, Tiger, Schweine, Tiger, Straußen. Straußen, yeah.
Ich sehe auf der ganzen Map keine verkackte einzige Schildkröte. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind denn die? Die sind noch so Büffeldinger.